Ihr habt mir unglaublich viele Walt Disney World Fragen gestellt und die beantworte ich jetzt in diesem Video. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Q&A-Video, zu einem ganz besonderen Q&A-Video zu dem Thema Walt Disney World und Cruise. Die Vlogs laufen aktiv, die sind natürlich noch nicht zu Ende. Ihr hattet jedoch schon einige Fragen an mich und ich habe auch eine Fragebox auf Instagram gepostet in meiner Story. Und wie gesagt, einige Fragen sind dort aufgetaucht, die habe ich hier alle auf zwei Seiten zusammengefasst. Nach Kategorien und die gehen wir nach und nach durch. Ich beantworte euch alles so gut es geht. Ich bin jetzt auch nicht der Walt Disney World Pro. Also ich war jetzt einmal da und kann euch nur von meinen Erfahrungen berichten. Aber ich möchte natürlich auf jede Frage eingehen. Und am Ende gibt es noch was zu gewinnen, denn ich habe die 4000 Abonnenten geknackt. Es ist der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an jeden Abonnenten, der jetzt dazugekommen ist. Ich freue mich immer, wenn die Zahl jeden Tag nach oben geht und immer über einen neuen. Ich freue mich über jeden einzelnen. Also vielen, vielen Dank für euren Support, dass ihr so fleißig immer meinen Kanal abonniert und auch natürlich die Videos schaut. Und ja, ich bin sehr happy darüber. Vielen, vielen Dank und deswegen möchte ich an euch was zurückgeben. Am Ende des Videos wird es was zu gewinnen geben. Und zwar aus Walt Disney World extra habe ich was mitgebracht. Es ist nichts Großes, aber ein paar Kleinigkeiten, die in meinen Koffer noch gepasst haben, die ich gerne an euch verlosen möchte. Aber das kommt am Ende. Wir beginnen jetzt erstmal mit den Fragen. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, ich habe es in Kategorien geteilt. Und zwar einmal vor der Reise, WDW, Hotel, Cruise und nach der Reise. Und ja, wir beginnen mit der ersten Frage und zwar, wie lange vor eurer Reise hast du gebucht? Tatsächlich gar nicht so lang vor der Reise, denn es war eigentlich ja schon für 2020 geplant, aber da hatten wir nichts gebucht. Und normalerweise plant man ja Walt Disney World mehrere Monate vorher, aber wir haben, glaube ich, Anfang Oktober gebucht und sind dann Mitte Januar gefahren. Also November, Dezember, Januar, ja, so 3 Monate vorher circa haben wir gebucht. Also ja, verhältnismäßig finde ich jetzt nicht so lang vor der Reise. Also für so eine lange Reise auf jeden Fall. Dann hast du alles selber geplant oder kann man so ein Komplettangebot im Reisebüro planen lassen? Also ich habe alles selber geplant und ich glaube, es lohnt sich auch bei Walt Disney World, ähnlich wie bei Disneyland Paris, nicht, das im Reisebüro zu planen. Man kann ganz einfach die Reise selbst planen. Also ich bin eh kein Fan von Reisebüroplan. Ich buche seit Jahren meine Reisen immer eigentlich online und seit Ewigkeiten nicht mehr übers Reisebüro. Und ja, ich habe angefangen mit der Planung. Einfach online geschaut nach Reisezeiten, wann ist es günstig, welches Hotel. Also ich habe mit Hotel, also Walt Disney World Hotel angefangen. Habe geschaut, ne, wann wäre der beste Reisezeitpunkt, wann ist es günstig. Dann habe ich natürlich nach Flügen geschaut, die dazu gepasst haben. Zum Beispiel Lufthansa fliegt nicht jeden Tag direkt von Frankfurt nach Orlando, sondern nur jeden zweiten Tag. Da müsst ihr schauen, möchtet ihr umsteigen, möchtet ihr direkt fliegen, passen die Flüge zu euch. Und danach hat man ja noch die Cruise hinten dran gehangen. Da mussten wir halt natürlich auch schauen, passt es mit den Flügen etc. Aber das hat alles super geklappt und ja, also ich buche seit Jahren nichts mehr übers Reisebüro, das mache ich alles selbst und das klappt auch immer ganz gut. Ja, jetzt muss ich tatsächlich parallel auf meinen Computerbildschirm schauen, denn, Moment. Ja, tatsächlich eine der meistgefragten Fragen war, wie hat das mit der Amazon Fresh Bestellung und auch der Loungefly Bestellung funktioniert? Da wirklich so viele Fragen zu dem Thema Loungefly-Bestellung und auch Amazon Fresh-Bestellung. Nur mal kurz zur Erläuterung. Wir hatten, bevor wir nach Orlando geflogen sind, hatte ich was bei Loungefly bestellt und es ans Hotel schicken lassen und auch bei Amazon Fresh. Amazon Fresh ist im Prinzip ein Supermarkt, der euch auch frische Lebensmittel ins Hotel liefert. Und das ist bei Disney-Hotels gar kein Problem. Egal, in welchem Disney-Hotel ihr übernachtet, ihr könnt euch alles ans Hotel liefern lassen. Die Amazon Fresh Bestellung
war meines Wissens auch kostenlos, weil wir die, aber da komme ich gleich nochmal drauf zu. Und normalerweise kostet es $6 pro Paket. Aber ich weiß nicht, ob es auf der Rechnung stand. Ich habe nicht so genau geschaut für die Loungefly-Bestellung. Wir gehen jetzt aber Schritt für Schritt bei Amazon Fresh durch. Ich habe euch eine Bildschirmaufnahme gemacht, werde natürlich die Adressen, also meine privaten Kontodaten etc. werde ich natürlich ausblenden. Aber ja, damit ihr das auch einfacher machen könnt. Im Vorhinein habe ich mir ein Amazon Prime Account in den USA angelegt. Der ist Voraussetzung für Amazon Fresh. Also ihr braucht unbedingt ein Amazon Prime Account in den USA. Und der erste Monat ist tatsächlich gratis. Das heißt, ich habe auch nichts bezahlt für meinen Amazon Prime Account. Da dürft ihr nur nicht vergessen, ihn nach eurer Reise wieder zu kündigen. Habe ich aber auch schon gemacht. Aber ich habe vorher euch noch die Bildschirmaufnahme gemacht. So. Ich würde sagen, es geht los. So, ihr seht da einmal die Adresse, die packe ich euch auch nochmal in die Infobox als Beispiel und auch hier nochmal in den Bildschirm rein. Ihr müsst euren Vor- und Nachnamen reinschreiben mit Guest und dem Datum, wann ihr ankommt. Dann darunter das Disney Hotel, die Adresse vom Disney Hotel und ja, dann die Adresse von Walt Disney World im Prinzip. So. Ja, ich hatte es ja eingangs erwähnt, ihr braucht unbedingt einen Amazon Prime Account. Den habe ich hier als Gratis-Monat ausprobiert und ja, der läuft noch bis 10. Februar. Also im Prinzip schon abgelaufen, aber ich habe ihn vorher storniert. So, und dann gebt ihr einfach in der Suchleiste Amazon Fresh ein und dann sucht ihr nach Sachen, die ihr gerne bestellen wollt. Wir haben solche Bananen bestellt, packt sie einmal in den Warenkorb, wie viel ihr braucht. In dem Fall 5 Stück. Einfach in den Warenkorb, dann sucht ihr weiter, was ihr noch braucht. Also man kann wirklich über Früchte, Frühstückssachen, Riegel, Chips, hier habe ich jetzt einmal Breakfast eingegeben, da kommen auch ganz viele Sachen, die ihr zum Frühstück benutzen, essen könnt. Ja, ich bin aber jetzt einfach durchgescrollt, ja, jetzt habe ich hier so Drinks reingepackt und dann keine Ahnung, was ich jetzt eingebe. Nuts, ah ja, genau, die Nüsse, die waren sehr lecker, warte. Ich gucke nämlich parallel auf mein, was ich aufgenommen habe. Hier, die Nüsse waren super gut, leicht gesalzen, also waren perfekt für die Parks. Davon bestelle ich direkt mal 2. Das ist natürlich alles nur eine Probebestellung. Ich habe auch nicht auf Abschließen gedrückt. So, jetzt habe ich Snacks eingegeben, da könnt ihr jetzt dann Chips aussuchen, auch einfach in den Warenkorb. Ihr braucht einen Mindestbestellwert von $35, damit die Bestellung gratis ans Hotel geliefert wird. Jetzt habe ich noch ein bisschen Beef Jerky reingepackt. Ja, also ihr sucht einfach eure Sachen, dann geht ihr zum Warenausgang, wie in Deutschland auch. Und dann sind da noch Vorschläge, da habe ich jetzt noch Äpfel reingefügt, natürlich Wasser. Haben wir uns auch liefern lassen, alles gar kein Problem. Und ja, dann geht's weiter. Dann guckt ihr nochmal, ob die Adresse stimmt. Aber in meinem Fall stimmt's. Dann sucht ihr euch den Tag aus, wann ihr das gerne geliefert bekommen möchtet. Geht nur 2 Tage im Voraus. Und dann sucht ihr euch einen Timeslot, also eine Uhrzeit, wann es geliefert werden soll. Und ja, dann geht ihr weiter. Dann müsst ihr natürlich eine Kreditkarte auswählen, mit der ihr bezahlt. Ja, könnt ihr euch einfach irgendwas aussuchen, also irgendeine eingeben. Und dann geht ihr weiter. Dann habt ihr nochmal die Übersicht, dann nochmal alles kontrollieren. Habt ihr alles bestellt, die Adresse nochmal kontrollieren. Die Rechnungsadresse ist in dem Fall egal, nur halt die Delivery-Adresse sollte auf jeden Fall in Florida sein. Dann seht ihr auch rechts, was ihr alles, was es zusammen kostet. Und ja, und dann klickt ihr im Prinzip auf Place Your Order. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Und dann habt ihr eure Amazon Fresh Bestellung schon abgeschlossen. Ja, also gar nicht so schwer im Prinzip, als würdet ihr zu Hause bei Amazon shoppen. In dem Fall shoppt ihr habt keine SD-Karten oder ich weiß nicht, was ihr bei Amazon shoppt. In dem Fall shoppt ihr einfach Gemüse, Früchte, Lebensmittel, wie auch zu Hause. Also gar nicht so schwer. Und ja, das wurde dann geliefert. Ich habe auch tatsächlich eine SMS bekommen, wann es geliefert wurde im Hotel. Und wir sind ja abends angekommen und wir konnten dann
Beim Pop Century war es so, dass wir einmal ums Eck laufen mussten, also um das Haus herum. Und da war eine ganze Warenausgabe, wo die ganzen Lebensmittel ankommen. Die werden da auch gekühlt. Und dann könnt ihr die dann abholen. Einfach euren Nachnamen angeben und dann bringen sie euch das raus. Wir durften sogar so einen Trolley uns ausleihen, weil wir halt viel Wasser hatten. Und den haben mich dann aber wieder zurückgebracht. Also alles gar kein Problem in den Disney Hotels. Das ist da gang und gäbe, dass da Sachen ins Hotel geliefert werden. Das war jetzt mit Amazon Fresh. Ähnlich bei Loungefly. Da müsst ihr auch einfach nur die Adresszeile angeben, wie ich es eben gesagt habe, euren Vor- und Nachnamen, Guest und euer Ankunftsdatum, also euer Anreisedatum, genau. Einfach das angeben, welches Hotel, und dann wird das direkt aufs Zimmer gepackt tatsächlich. Also mein Paket wurde mir direkt aufs Zimmer gelegt von dem Hotel. Wir kamen abends nach Hause und da lag das Loungefly-Paket. Im Prinzip dasselbe Spiel, als würdet ihr was zu Hause bestellen. Müsst natürlich vorher bezahlt haben mit Kreditkarte. Und ja, also würdet ihr zu Hause bei Zalando bestellen, eure Adresse eingeben und dann wird es geliefert. Da gebt ihr halt nur die Adresse aus dem Hotel ein. Und wie gesagt, ich glaube, es kostet dann $6 pro Paket. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es jetzt auf der Rechnung stand. Vermutlich schon, aber keine Garantie. Ja, ich hoffe, dass mit dem Amazon Fresh und Loungefly-Bestellung war jetzt verständlich. Und wenn ihr das nächste Mal hinfliegen solltet, dass ihr das auch dann nutzen könnt. Dann geht's weiter. Wie hast du die Reise zusammengestellt, gebucht? Hatte ich eben ja schon mal kurz erzählt. Alles online, alles separat. Ich habe mir erst das Hotel angeschaut, wann ist es günstig, dann die Flugzeiten und dann am Ende noch, ob die Cruise reinpasst vom Zeitlichen her. Ja, also alles separat zusammengestellt und auch so gebucht. Welche Reiseklasse würdest du für den Flug empfehlen? Also ich bin bisher in meinem Leben nur Economy geflogen. Ich wäre wahrscheinlich schon auf dem Rückflug auf jeden Fall, wäre schön Business Class geflogen zu sein, denn es ging ja über Nacht und man konnte dann schlafen, aber in meinem Leben bin ich ja bisher immer nur Economy geflogen und deswegen kann ich ja dazu nicht sagen, welche Reiseklasse man buchen sollte oder welche ich empfehlen würde, weil wahrscheinlich würde ich Business Class empfehlen, wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Wo soll man buchen? Ja, das ist auch tatsächlich eine oft gestellte Frage. Also Walt Disney World habe ich auf der Walt Disney World Irland Seite gebucht. Ich packe euch den Link auch gerne nochmal unten in die Infobox. Das ist auch eine viel gestellte Frage gewesen. Also nicht über die USA-Seite buchen, sondern über Irland. Da gibt es oft Angebote, wie zum Beispiel jetzt, wir hatten ja den Memory Maker drin, wir hatten $36 Essensguthaben pro Kabine, sage ich schon, pro Zimmer und $100 Gutschein zum Einkaufen. Das war jetzt in so einem Paket. Die haben immer mal wieder so Aktionen, also haltet da die Augen offen. Und ja, also das Hotel inklusive Tickets habe ich über diese Walt Disney World Irland Seite gebucht. Den Flug habe ich einfach über lufthansa.de gebucht. Ich habe tatsächlich Preise verglichen bei Skyscanner. Und es gab dann über so Preisvergleichsportale dann Flüge, die dann irgendwie 10, 20, 30 Euro günstiger waren. Aber ich muss sagen, das waren dann irgendwie so No-Name-Seiten. Da war ich mir unsicher, habe ich gesagt, ich zahle die 20, 30 Euro mehr und buche direkt bei Lufthansa. Da bin ich auf der sicheren Seite. Und die Cruise habe ich einfach über DisneyCruiseLine.com gebucht. Packe ich euch auch gern halt unten den Link in die Infobox. Das kann man ja alles ergoogeln. Also einfach auf den ganz normalen Homepages habe ich es gebucht. Und ja, direkt, man braucht nur eine Kreditkarte und kann man direkt bezahlen. Kannst du erklären, wie man die Tage in den Parks blockt? Ja, das kann ich euch leider jetzt nicht mehr demonstrieren, weil ich keine Reservierung, also keinen Aufenthalt mehr gebucht habe. Wenn ich den nächsten Aufenthalt nochmal planen sollte, man weiß ja nie, dann kann ich euch das gerne nochmal zeigen. Aber im Prinzip lockt ihr euch einfach, wenn ihr eine Reise gebucht habt, dann könnt ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse oder mit eurer Buchungsnummer einfach auf dieser Irland-Seite, wo ihr gebucht habt, auch einloggen unter My Experience. Ich glaube, es heißt My Experience. Da loggt ihr euch einfach ein und dann steht da auch schon Park Reservation. Und da reserviert ihr einfach eure Tage, wie ihr lustig seid. Also man muss halt vorher angeben, wann man in welchen Park möchte. Das habe ich auch gemacht, aber ich habe auch zwischendrin, als wir dort waren, immer mal wieder gewechselt, weil irgendwie wir was anderes geplant haben. Und wir waren ja jetzt nicht zur High Season da, das heißt, kein Park war ausgebucht und da konnten wir halt ganz locker
wechseln. Wenn es also Ferien sind oder ne, so zwischen den Jahren Weihnachten, dann könnte es tatsächlich sein, dass Parks ausgebucht sind und ihr dann nicht mehr wechseln könnt, so spontan. Deswegen, ja, wenn ihr plant, in den Ferien oder zu High Seasons nach Walt Disney World zu fliegen, solltet ihr vorher schon wissen, wann, an welchen Tagen ihr wohin geht. Aber ab 14 Uhr kann man tatsächlich Park hoppen. Das heißt, wenn ihr morgens eine Reservierung für Magic Kingdom habt und sagt, ihr möchtet gerne ab nachmittags nach Epcot, dann könnt ihr ab 14 Uhr das tun. Ihr müsst aber vorher in den einen Park drin gewesen sein, für den ihr eine Reservierung habt. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, oh, mir geht's heute, also ich bin heute nicht in der Stimmung, nach Magic Kingdom zu fahren. Wir gehen einfach ab 14 Uhr nach Epcot. Das geht nicht. Ihr müsst vorher einmal im Magic Kingdom gewesen sein, um dann nach Epcot fahren zu dürfen. Ja. Oder ihr wechselt eure Reservierung direkt nach Epcot, wenn da noch Platz verfügbar ist. Ja, geht auch über die App ganz einfach. Über die My Experience App könnt ihr auch ganz einfach die Tage blocken. Also, ist kein Hexenwerk. Wie lange habt ihr geplant? Ja, ich habe Anfang Oktober gebucht und da habe ich auch tatsächlich dann mit der Planung angefangen, wo ich relativ spät dann angefangen habe, YouTube-Videos zu schauen, mir Reiseführer durchzulesen. Das habe ich erst tatsächlich Mitte Dezember angefangen, so richtig zu planen, mir Notizen zu machen, was in welchem Park sehenswert ist, welche Restaurants etc. Das habe ich tatsächlich erst Mitte Dezember angefangen, so circa einen Monat, bevor ich geflogen bin. Davor hatte ich einfach keine Zeit. Buchung, Preisvergleich und Spartipps. Ja, Buchung habe ich eigentlich jetzt schon einiges gesagt zur Buchung. Preisvergleich, Flüge natürlich kann man über Seiten wie Expedia, Skyscanner, was es alles so gibt, alles vergleichen. Und Buchung, Daniel hatte ja auch mal überlegt, nach Walt Disney World zu fliegen. Und da gab es auch gute Pauschalangebote zum Beispiel, hat er bei Expedia gefunden. Inklusive Flug und Hotel, da waren jetzt aber keine Tickets drin. Also da könnt ihr auch mal schauen, ob sich das vielleicht für euch lohnt. Es waren jetzt aber keine Disney-Hotels, sondern Partner-Hotels, die aber auch einen Shuttle die auch einen Shuttle anbieten zu den Parks und zurück zum Hotel. Also da könnt ihr auch mal schauen, aber da müsst ihr die Tickets noch extra einrechnen. Und da könnt ihr zum Beispiel bei Attraction-Tickets gucken. Die haben auch oft Angebote, wenn ihr zahlt dann für 14, ihr zahlt für 7 Tage und könnt 14 Tage in die Parks. Also da muss man halt viel recherchieren und nicht das erstbeste Angebot nehmen. Welches Hotel passt euch am besten? Ist euch Komfort nicht so wichtig? Wollt ihr vielleicht einen tollen Pool haben, weil ihr öfters am Pool chillen wollt? Oder seid ihr eigentlich nur in den Parks unterwegs? Und euch reicht ein günstiges Hotel. Das muss man halt alles abwägen, was für euch und eure Familie eventuell am besten passt. Spartipps, schwierig bei Walt Disney World. Also wir haben halt viel über Amazon Fresh bestellt vorher, Snacks und vor allem auch Wasser. Wir hatten eine Britta-Flasche dabei. Ich hatte eine Britta-Flasche gekauft, eine Britta-Filterflasche. Und die, muss ich sagen, war die beste Investition ever für Walt Disney World. Denn überall gibt es diese Wasserspender. Also einmal die, wo man mit dem Mund rein kann, aber mittlerweile gibt es auch so normale Wasserspender, wo man die Flasche auch komplett runterstellen kann. Und ich fand das Wasser echt gar nicht chlorhaltig oder schlimm. Es war sehr angenehm zu trinken. Und durch die Britta-Flasche hat man halt noch einen Filter drin. Also wirklich beste Investition ever, was Getränke sparen angeht. Britta-Flasche und dann halt überall, die sind überall verteilt. An jeder Toilette hat man diese Wasserspender und kann man sich das Wasser auffüllen. Also das würde ich noch als Spartipp euch weitergeben. Ja, das waren eure Fragen zum Thema vor der Reise. Kommen wir zu Fragen WDW, also Walt Disney World direkt. Und da habe ich tatsächlich eine Frage aufgenommen, die mir so oft über Instagram gestellt wurde. Was hat es mit dem Fingerabdruck am Eingang auf sich? Also man musste ja immer entweder den Magic Band oder die Karte an dieses leuchtende Ding halten und dann den Fingerabdruck drauflegen. Das ist einfach nur, damit der Park weiß, dass ihr das auch seid. Also ihr könntet im Prinzip den Magic Band oder die Hotelkarte an jemanden weitergeben und der könnte dann für euch in den Park gehen. Und so stellt Disney halt sicher, okay, mit dem Fingerabdruck, das seid wirklich ihr. Ist natürlich schon eine krasse Sache mit dem Fingerabdruck, aber auch generell der Magic Band ist jetzt nicht das, was man sozusagen unter Datenschutz in Deutschland versteht. Der Magic Band, also das könnt ihr vielleicht auch wissen, ist tatsächlich, der trackt euch über den ganzen Park. Er weiß, wo ihr seid, er weiß, was ihr kauft, er weiß,
wie viel ihr kauft, in welchem Park ihr seid, wie lange ihr dort seid, ob ihr Genie Plus benutzt. Er weiß im Prinzip eigentlich alles, was ihr macht in den Disney Parks. Und das wird natürlich auch an Disney weitergegeben. Die nutzen die Daten, um gewisse Sachen zu analysieren. Und deswegen, Datenschutz ist mit dem Magic Band jetzt nicht so. Es gibt tatsächlich auch Attraktionen, das habe ich jetzt persönlich nicht erlebt, aber das habe ich auf jeden Fall auch schon mal gehört. Wenn ihr den mit irgendeiner Attraktion im Magic Band, wenn ihr mit dem Magic Band in irgendeiner Attraktion seid, in der Warteschlange, dann gibt es dann irgendwie einen Druiden oder so, der sagt, hallo Simone. Ja, der weiß dann, dass ihr da steht. Und genau bei den On-Rides weiß das System auch, dass ihr genau in dem Zug seid, weil ich automatisch die On-Rides-Fotos auf mein Memory Maker bekommen habe. Bisschen spooky, aber so ist das System in Walt Disney World. Und das hat es auf sich mit dem Fingerabdruck. Ja, die nächste Frage, wie ist das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit dort angelegt? Ist halt Amerika, ne? Ist halt, ne, Umwelt, ja, also die haben jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon Papierstrohhelme und, es ist halt, ne, wenn ich jetzt überlege, in Epcot, in dem Cape Cool, wo wir die Cola, verschiedenen Softdrinks probieren durften, da gibt es halt Pappbecher, ne, und da kann man sich für jedes Getränk einen neuen Pappbecher holen, zum Beispiel, ne, ja, also, es gibt auch noch Parkpläne, die sind ja auch so umstritten, ob die so umweltfreundlich sind. Ne? Die werden ja auch auf Papier, auf buntem Papier gedruckt und so. Naja, also ich habe jetzt auch nicht, muss ich explizit darauf geachtet, wie das da mit dem Umwelt- und Nachhaltigkeit-Aspekt ist. Aber ich glaube, es wird nicht so hochgesetzt wie jetzt zum Beispiel in Disneyland Paris. Das kann ich, glaube ich, sagen. Aber ich bin da jetzt auch nicht so der Pro. Ja, mit den Fingerprints, da war tatsächlich noch eine Frage, ob das nur in den USA ist bei Disney. Tatsächlich nur in Walt Disney World. In Anaheim gibt es diesen Magic Band zum Beispiel auch gar nicht. Ob da der Fingerabdruck ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich bin ich mir jetzt unsicher. Aber auf jeden Fall, Fingerabdruck und Magic Band ist auf jeden Fall nur in Walt Disney World. Was hat dich besonders beeindruckt in Walt Disney World? Was hat dir besser gefallen als zum Beispiel in Disneyland Paris? Ja, erstmal generell, Walt Disney World ist natürlich sehr beeindruckend und sehr spektakulär. Es ist halt alles viel größer. Die Menschen sind halt natürlich auch ganz anders. Auch die Cast-Member, die sind viel zuvorkommender. Die Amerikaner sind halt sehr, sehr offen. Und ich habe so oft Komplimente einfach von fremden Menschen bekommen, dass sie mein Outfit gefeiert haben. Es kommt immer mehr auch nach Paris zum Beispiel, aber das ist halt bei den Amerikanern so. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich tagsüber bedanken musste. Und das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Es ist halt alles viel imposanter. Ansonsten die Attraktionen. Es gibt einige Attraktionen, die natürlich sehr, 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 sehr gut sind. Und nicht die Attraktion, die es auch in Paris gibt. Da kommen wir aber noch zu. Die Attraktion, die es in Paris auch gibt und in Walt Disney World, da finde ich, glaube ich, fast durch die Bank weg, die Attraktion in Disneyland Paris besser. Aber sowas wie Avatar Flight of Passage oder Rise of the Resistance, Mickey's Runaway, Whale Ray, this is what? Das sind natürlich Attraktionen, die wirklich, ich liebe Mickey's Runaway, Whale Railway. Dieses Wort liebe ich nicht. Ja, ansonsten das Essen war natürlich auch viel besser als in Disneyland Paris. Allein die Auswahl, was es da gibt, da gibt es ja wirklich alles. Wenn ich mich an Epcot erinnere, ach, dieses Essen in diesem japanischen Pavillon, das war so lecker. Wir waren jetzt auch am Wochenende in Disneyland Paris und dann wussten, was haben wir denn zur Auswahl zum Essen? Ja, wir hätten Burritos, die sind gut, aber da gehen wir gefühlt immer hin. Wir hätten Hotdogs, wir hätten natürlich Burger und Pommes. Ja, und dann wird schon fast wieder, wir hatten noch Bella Notte, da gibt es Pizza und Pasta, aber das ist auch nicht jeder ein Fan von. Ja, und dann wird es ja schon wieder eng am Ende. Ne? Da waren wir im Hakuna Matata, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Aber so, mir fehlt da so ein bisschen mehr Variation im Disneyland Paris, was das Essen angeht und auch die Qualität vom Essen. Da ist Walt Disney World natürlich ganz, ganz, ganz weit oben. Ja, ich glaube, das hat die Frage kurz und ich will jetzt auch nicht hier so ausschweifend werden. Bester Ride pro Park. Magic Kingdom ist es Seven Dwarfs Mine Train. Finde ich richtig cool. Bisschen kurz, aber eine richtig coole Attraktion und macht echt Spaß, damit zu fahren.
Animal Kingdom ist es tatsächlich Flight of Passage, aber auch die Safari hat mir sehr gut gefallen. Und dazu muss man sagen, wie heißt er? Expedition Everest war geschlossen. Deswegen, vielleicht wäre das auch cool gewesen, aber das kann ich nicht beurteilen. Dann Hollywood Studios, auf jeden Fall Mickey's Runaway Railway. Obwohl Rise of the Resistance ein Millisekunde dahinter steht. Aber Runaway Railway hat mir tatsächlich noch ein bisschen besser gefallen. Und was haben wir noch? Der letzte Park, Epcot. Da hat mir tatsächlich ein Frozen Ever After sehr gut gefallen. Ja, das waren die besten Attraktionen pro Park für mein Geschmack. Wie gut war die Transportation zu den Parks, Zeiten und Dauer und lieber mit dem Auto anreisen? Also lieber mit dem Auto anreisen kann ich nicht sagen, weil da habe ich überhaupt keine Erfahrung mit. Wir sind überhaupt nicht mit dem Auto angereist. Aber ich weiß, dass wenn man zum Beispiel nach Magic Kingdom fährt mit dem Auto, erstmal mit der Monorail weiter nach Magic Kingdom fahren muss. Wir hatten ja tatsächlich den Skyliner vor der Tür, der nach Epcot und zu den Hollywood Studios gefahren ist. Und zu den Hollywood Studios sind wir super schnell gekommen. Ich glaube, innerhalb von 20 Minuten waren wir bei den Hollywood Studios und natürlich die Attraktion der Skyliner ist ja schon mal eine Attraktion für sich. Mit dem Ding wollte ich schon sagen, zu fahren. Und nach Epcot hat es ein bisschen länger gedauert, weil da muss man auch nochmal umsteigen. Ich glaube, nach Epcot war es ungefähr eine halbe Stunde. Also generell kann man sagen, wenn man in der Transportation sitzt, ist es ungefähr so eine 20 Minuten bis halbe Stunde, bis man in den Parks ist. Das muss man natürlich mit einrechnen. Und die Wartezeiten tatsächlich für die Transportation ist natürlich auch immer unterschiedlich. Der Bus morgens zu Magic Kingdom, da war immer die längste Schlange. Und sagen wir mal, der Park hat um 8:30 für Hotelgäste aufgemacht und um 7:30 gefühlt war die Schlange schon ewig lang. Natürlich schickt dann Disney auch mehrere Busse hintereinander, aber das müsst ihr einkalkulieren. Also wir haben immer locker noch eine halbe, dreiviertel Stunde für den Bus allein gewartet, plus dann noch eine halbe Stunde Fahrt ins Magic Kingdom. Bei den anderen Parks ist es anders. Zum Beispiel nach Animal Kingdom, da war nie eine Schlange für den Bus. Da konnte man, wenn der Bus kam, konnte man direkt drauf auf den Bus. Beim Skyliner ist es ja ein fließender Prozess, da steht man halt ein bisschen an. Es kommt darauf an, wann ihr dann dahin kommt und wie viele Menschen vor euch sind. Aber beim Skyliner ist es tatsächlich relativ fließend, da läuft man und dann irgendwann, ne, die fahren ja auch die ganze Zeit. Und ja, da ist dann natürlich, müssen wir auch ein bisschen Wartezeit mit einrechnen, vielleicht 10, 15 Minuten. Aber ich fand tatsächlich den Skyliner Access super. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, im Pop Century oder auf Art of Animation, Caribbean Beach und Riviera Resort, die haben ja alle Skyliner Access. Das war wirklich sehr, sehr praktisch mit dem Skyliner. Ja, und zum Auto kann ich leider nichts sagen. Ich weiß nur, dass man halt mit dem Auto nochmal mit der Monorail weiter zum Magic Kingdom fahren muss. Und tatsächlich lange Laufzeiten auch hat, wenn man mit dem Auto anreist. Hast du Zeit vor Ort ausgerechnet? Hast du die Zeit? Ach so. Hatte die Zeit vor Ort ausgereicht oder würdest du raten, mehr Zeit einzuplanen? Ja, ich hatte 10 Tage, also 9 Nächte waren, ne, 10 Nächte waren es tatsächlich. Aber davon waren wir einen Tag shoppen und davon war ich einen Tag in Universal. Das heißt, 2 Tage kann man abziehen von den 9 Tagen. Das heißt, ich hatte eigentlich 7 Tage in den Disney Parks. Und ich habe nicht alles geschafft. Ich habe einige Attraktionen, zum Beispiel wie Peter Pan, habe ich nicht geschafft. Was habe ich denn noch nicht geschafft? Aber auf jeden Fall habe ich ein paar Sachen nicht geschafft. Ich hätte auch ein paar Sachen gerne nochmal gemacht, um die Experience nochmal zu erleben. Also 7 Tage in den Disney Parks fand ich jetzt schon ein bisschen wenig. Also ich würde mindestens 10 Tage in den Disney Parks einrechnen, am besten halt 2 Wochen. Dann hat man wirklich genug Zeit. Ich war jetzt auch zu einer Zeit, wo jetzt nicht ganz so viel los war. Wenn man natürlich zu einer Zeit ist, wo man längere Wartezeiten hat, dann lohnt sich halt mehrere Tage auch auf jeden Fall. Also wie gesagt, mindestens 10 Tage in den Disney Parks würde ich schon raten. Und wir haben hier und da natürlich auch Genie Plus benutzt und Lightning Lane, um uns das Leben leichter zu machen und nicht warten zu müssen. Das hat natürlich auch viel ausgemacht. Sonst hätten wir wahrscheinlich ganz viel auch dann, wenn wir das nicht genutzt hätten, hätten wir wahrscheinlich viel auch nicht schaffen können. Ja, hast du trotz der ganzen Cäsur-Situation dich wohlgefühlt?
Also erstmal muss man dazu sagen, sobald man in Amerika ist, muss man nichts mehr vorzeigen. Keinen Impfausweis, keinen Testen, man muss nichts mehr machen. Man kommt einfach so in den Park. Und zurzeit ab 17. Februar ist es natürlich anders. Ab 17. Februar wird die Maske nur noch optional für Leute, die vollständig geimpft sind, sein. Aber als wir dort waren, war die Maske noch Pflicht in Indoor-Attraktionen, in Restaurants, also alles, was Indoor ist im Prinzip. Und auf den Attraktionen und in den Wartebereichen. Draußen muss man die nicht tragen, aber in Situationen wie zum Beispiel bei dem Feuerwerk oder wenn man abends aus dem Park gegangen ist mit den ganzen Menschenmassen, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen unwohl gefühlt und habe dann die Maske angezogen. Aber im Januar waren auch da die Zahlen relativ hoch, wie bei uns auch. Und deswegen, ich wollte jetzt halt nicht da irgendwie was riskieren und habe dann einfach die Maske, wenn es mir zu voll war, habe ich die Maske einfach angezogen. Ansonsten, Abstand wird da halt nicht mehr gehalten, aber ich bin auch ehrlich der Meinung, dass man, also ich lasse mich da jetzt auch, wenn ich mich unwohl fühle, ziehe ich die Maske an, aber ansonsten lasse ich mich von meinem Tun und Handeln davon nicht beeinflussen. Wenn ich irgendwo hinfahren möchte, dann tue ich das und lasse mich von dem C nicht dadurch irgendwie negativ beeinflussen oder denke die ganze Zeit, oh Gott, ne, jetzt zu nah kommen und die ganzen Menschen und so und wenn ich mich jetzt anstecke, was passiert dann und so und oh nein. Also die Gedanken habe ich gar nicht. Wenn es passieren sollte, dann mache ich mir darüber dann Gedanken. Bis dahin habe ich einfach eine schöne Zeit und versuche, wie jetzt bei Maske tragen, bei Feuerwerk, dem Sachen ein bisschen entgegenzuwirken, aber ich schränke mich da jetzt nicht komplett ein. Also wir hatten tolle 2 Wochen und sind gesund nach Hause gekommen. Aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Liebster Park, tatsächlich Animal Kingdom fand ich sehr, sehr schön. Also es ist ein total anderer Freizeitpark. Man kommt da rein und fühlt sich, als wenn man im Dschungel drin, mit den ganzen Tieren, die da rumlaufen auch schon. Und die Safari war total schön. Flight of Passage, also generell der Pandora-Bereich, auch wunderschön. Also Animal Kingdom ist tatsächlich könnte einer meiner Lieblingsparks sein. Magic Kingdom ist natürlich auch wunderschön mit dem Schloss. Aber wenn ich mich jetzt auf einen entscheiden müsste, wäre es Animal Kingdom. Wie funktioniert Genie Plus und würdest du es empfehlen? Ja, da zeige ich euch auch mal Bildschirmaufnahmen, die ich gemacht habe, während ich Genie Plus gebucht habe. Genie Plus oder Genie, dieser Service ist ja erstmal in der My Experience App. Und der unterteilt sich in 3 verschiedene Sachen. Und zwar einmal Genie, nur Genie oder heißt er, ich weiß, also es gibt die eine Version, die ist kostenlos. Da könnt ihr euch dann einfach eure Präferenzen eingeben, zum Beispiel ihr mögt Prinzessinnen, ihr mögt Rides, ihr mögt Restaurants. Das könnt ihr dann einfach durchklicken und dann gibt euch Genie einen Vorschlag, wie ihr euren Tag gestalten könntet. Wo zum Beispiel wenige Wartezeiten sind, um 14 Uhr vielleicht zu Haunted Mansion. Also er gibt euch Vorschläge, wann man was machen könnte. Nach euren Präferenzen. Das ist komplett kostenlos, das könnt ihr auch in der App nutzen, das habe ich auch mal durchgeklickert, aber habe ich eigentlich nicht genutzt. Aber könnt ihr mal testen, wenn ihr da seid. Dann gibt es die 2. Variante, Genie Plus. Die ist kostenpflichtig, kostet $15 pro Tag und da sind dann Attraktionen inkludiert, pro Park verschiedene Attraktionen und da sind 2 große Hauptattraktionen exkludiert. Da kommen wir dann zur 3. Kategorie gleich. Alle anderen Attraktionen haben dann einen Genie Plus Zugang oder einen Genie Plus, eine Lightning Lane. Da heißt es auch bei den anderen, aber es ist ein bisschen kompliziert, alles zu erklären, so muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Genie Plus gebucht habt für einen Tag, wir haben es ja nur im Magic Kingdom gemacht, das habe ich nämlich vorher recherchiert und da herausgefunden, dass es sich eigentlich nur fürs Magic Kingdom lohnt. In den anderen Parks sind weniger Attraktionen in diesem Genie Plus enthalten. Und deswegen haben wir es dann auch nur im Magic Kingdom einmal getestet. Das war am letzten Tag. Ja, und es funktioniert so, um 7 Uhr morgens könnt ihr sozusagen die ersten Lightning Lane buchen. Wir haben es ja gemacht und das war dann für Jungle Cruise habe ich das gebucht, direkt um 7 Uhr morgens, weil ich wollte eine Attraktion, die relativ beliebt ist und schnell ausgebucht ist bei Genie Plus. Deswegen habe ich mit Jungle Cruise angefangen. Peter Pan wäre dann natürlich auch eine Möglichkeit, direkt damit zu starten. Ja, und dann könnt ihr nach 2 Stunden wieder die nächste Attraktion buchen. Oder wenn ihr den Genie Plus, den ihr vorher gebucht habt, sagen wir jetzt Jungle Cruise, ihr wart direkt um 9 oder 9:30 bei Jungle Cruise, wenn ihr dann da drin wart,
könnt ihr direkt den nächsten Slot für die nächste Attraktion buchen. Und so im Prinzip läuft das den ganzen Tag über, alle 2 Stunden. Oder wenn ihr in der Attraktion drin wart, könnt ihr einen neuen Slot buchen. Ist ein bisschen kompliziert tatsächlich, ich weiß. Das muss man halt vor Ort dann direkt mal ausprobieren. Oder halt dementsprechend, es gibt so viele englischsprachige Videos, die das ganze System auch nochmal erklären, wo die nur auf Genie Plus eingehen. Ja, das ist die 15 Dollar Variante. Und da habe ich eben gesagt, es sind pro Park immer 2 Attraktionen ausgeschlossen aus diesem 15 Dollar System. Und die Attraktionen kosten dann nochmal on top. Das heißt, wenn ihr in Hollywood Studios Mickey's Runaway Railway oder Star Wars Galaxy's Edge nicht, ich rede schon so lang, Rise of the Resistance fahren wollt, kosten die extra. Ich glaube, Mickey's Runaway Railway haben wir immer 10 Dollar bezahlt oder einmal haben wir es genutzt. Und bei Rise of the Resistance haben wir 15 Dollar bezahlt. Und das könnt ihr dann tatsächlich nur einmal benutzen. Ihr könnt einmal die Fahrt, ihr könnt euch einmal die Wartezeiten sparen und mit dieser Attraktion dann schnell fahren. Also ihr könnt immer die Warteschlange skippen, ne? Die kosten aber dann pro Fahrt dann extra. Bei Rise of the Resistance haben wir dann trotzdem noch eine halbe Stunde, glaube ich, oder 40 Minuten trotzdem warten müssen, weil so viel los war. Und Rise of the Resistance zum Beispiel ist auch immer gefühlt nach 10 Minuten ausverkauft. Also auch um 7 Uhr morgens könnt ihr diese Lightning Lane, so heißen die, buchen für die besonderen Attraktionen. Und Rise of the Resistance ist nach 10 Minuten auch weg. Also das ist auch wirklich sehr begehrt. Disney macht sehr, sehr viel Geld damit, aber es wird auch angenommen. Und das hatten wir bei Rise of the Resistance gemacht, bei Mickey's Runaway Railway, Flight of Passage haben wir es gemacht, bei Seven Dwarfs Mine Train haben wir es gemacht. Ich glaube, das war's. Haben wir es nochmal in Epcot? Nee, in Epcot haben wir es, glaube ich, nicht genutzt. Nee, ich glaube, das waren die Attraktionen, wo wir dann nochmal extra bezahlt haben, um die Warteschlange zu überbrücken. Also bei Rise of the Resistance hat es halt auf jeden Fall gelohnt, auch bei Flight of Passage, Mickey's Runaway Railway. Habe ich tatsächlich bei dem zweiten Ausflug in die Hollywood Studios abends auch nochmal gefahren. Da war auch nicht so lange Wartezeit. Also das könnte man sich tatsächlich sparen. Seven Dwarfs Mine Train hat sich auch jeden Fall gelohnt. Da sind wir sogar 2-mal mitgefahren. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstanden habt, das Prinzip. Es ist ein bisschen komplizierter. Ansonsten kann ich euch YouTube-Videos zu dem Thema ans Herz legen. Oder ich mache nochmal ein separates Video. Tatsächlich, wenn ich den nächsten Trip planen sollte, kann ich das dann mal versuchen, ausführlicher dann zu erklären. Ja, muss man was besonders beachten bei der Buchung oder Aufenthalt bei der Disney Cruise? Oh, das ist falsche Kategorie. Moment, wir überspringen die Frage. War es schwer, an die Fastpässe zu kommen? Das habe ich ja schon ein bisschen erklärt. Also Rise of the Resistance innerhalb von 10 Minuten. Also am besten direkt um 7 Uhr morgens alles buchen, was ihr für den Tag haben wollt. Dann habt ihr auch keine Probleme. Genie Plus über den Tag hinweg war ein bisschen schwieriger, das zu planen. Ich habe es nur einmal getestet. Vielleicht würde ich es beim zweiten Mal ein bisschen anders machen. Die eine oder andere Attraktion anders auswählen, aber generell sowas wie Peter Pan ist immer schnell ausgebucht, Jungle Cruise und Big Thunder Mountain war eigentlich schon den ganzen Tag über noch verfügbar. Haunted Mansion auch. Also sowas wie so begehrte Attraktionen, wo auch lange Wartezeiten sind, am besten direkt früh buchen. Das kann ich euch raten. Muss man bei den Fotos mit den Charakteren die Maske tragen? Nee, muss nur bei Indoor. Also ich habe ja Mickey einmal getroffen in seinem Geburtstagsoutfit im Magic Kingdom. Da muss man die Maske anbehalten, weil es Indoor ist. Ansonsten Outdoor muss man die Maske nicht tragen generell. Auch nicht bei den Fotos mit den Charakteren. Nur Indoor. Aber so viele Charaktere, finde ich, gab es jetzt auch nicht in Walt Disney World. Wie kam deine Begleitperson mit der Sprache zurecht? Ja, meine Begleitperson, meine Mama und ihre 2 Freundinnen, konnten gar kein oder konnten sehr, sehr wenig Englisch. Also eigentlich gar kein Englisch. Sie konnten eigentlich nur Thank you sagen und das war's. Aber tatsächlich sind die relativ gut zurechtgekommen. Ich habe sie ja auch einen Tag komplett alleine gelassen, als ich in Universal war. Und sie sind selbstständig ins Animal Kingdom gefahren. Sie konnten selbstständig sich was zu essen holen mit unserem Gutschein, den ich ihnen vorher geschickt habe. Also es hat alles funktioniert. Mit Händen und Füßen kann man sich auch verständigen. Sie haben es zum Park geschafft und wieder zurück. Ich habe ihnen natürlich vorher erklärt, wo der Bus fährt, auf was sie achten müssen. Aber es ist super ausgeschildert, was die Transportation angeht. Und
wenn man das so sagen kann, jeder Dumme würde den Weg auch wieder zurück ins Hotel finden. Also, ja, wenn sie jetzt komplett 2 Wochen ohne mich da gewesen wären, wäre es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter gewesen, weil, ne, irgendwann muss man halt mal was fragen oder sich verständigen. Aber so ein paar Stunden, also sie sind auch abends immer oft oder nachmittags schon zurück allein ins Hotel gefahren. Die haben auch immer den Weg gefunden, den Bus, Hotel haben sie gefunden und sie haben sich auch öfter was zu essen gekauft, ohne dass ich dabei war. Das geht schon. Aber komplette 2 Wochen ohne englische Sprache würde ich jetzt nicht empfehlen. Ah, ihr habt mir so viele Fragen gestellt. Weiter geht's mit dem Hotel. Die SB-Kühlschränke im Food Court im Hotel. Habt ihr da was probiert? Kann man da was empfehlen? Frühstück? Nein. Generell. Also wir haben ja weder gefrühstückt, wir haben ja alles von Amazon Fresh, noch haben wir da was probiert. Kurz und knackig. Wie war das Hotel? Genug zu viele Tage. Das Hotel war wirklich gut. Wir hatten 3 Pools. Es kommt auch noch ein komplettes Hotelvideo. Genug zu viele Tage. Also ich hätte auch noch eine Woche länger bleiben können in den Parks. Das ist halt Geschmackssache, wie lange man da bleiben möchte. Ich würde halt 10 Tage in den Disney-Parks auf jeden Fall einbuchen. Ja, ansonsten Hotel kann ich empfehlen. Essen war jetzt auch nicht überragend in dem Food Court. Es gab halt Turkey und es gab Burger und das Frühstück. Aber wir haben, glaube ich, nur einmal abends da was gegessen. Ansonsten einmal auswärts. Ja, also viel Wert auf Essen legt, würde ich jetzt wahrscheinlich das Hotel nicht empfehlen. Aber ich finde, ich bin immer nur zum Schlafen und zum Duschen im Hotel und jetzt zu nichts anderem. Welche Hotels kannst du von der Lage und Ausstattung empfehlen? Das ist schwierig, weil ich bisher nur im Hotel Pop Century war. Aber ich kann die Lage auf jeden Fall super empfehlen, weil die Skyliner Access haben. Also der Skyliner ist wirklich mega praktisch und ich habe es ja eben schon aufgezählt. Pop Century, Art of Animation, Caribbean Beach und Riviera Resort haben Skyliner Access. Und wenn ihr, sagen wir mal, euch ist das Pop Century oder das Art of Animation zu günstig von der Ausstattung her, könnt ihr vielleicht gucken beim Caribbean Beach. Ist ein bisschen schöner gelegen, hat so einen karibischen Style, ein bisschen mehr Urlaubsfeeling. Muss man halt für sich abwägen, aber das ansonsten kann ich heute zu Hotels halt nicht viel sagen. Da könnt ihr ansonsten auf YouTube-Videos nach vergleichen und etc. gucken. Ja, das waren die Fragen zum Hotel. Und jetzt kommen wir zur Disney Cruise. Und da habe ich ja eben die Frage übersprungen, muss man was besonders beachten bei der Buchung oder Aufenthalt bei der Disney Cruise? Nö, also muss man nicht. Man muss nur gucken, wie man zum Hafen kommt. Da hatten wir die Disney Transportation gebucht. Ich hatte bei der Hotline angerufen, direkt dazu gebucht. Das war wirklich super praktisch, denn die haben unser Gepäck. Also wenn man in einem Disney Hotel übernachtet und die Disney Ground Transportation zur Disney Cruise bucht, wird das Gepäck direkt abgeholt im Zimmer und in den Bus gepackt und auch direkt zum Terminal, also ins Schiff gebracht. Das heißt, man muss nach Verlassen des Zimmers sich nicht mehr um das Gepäck kümmern. Man lässt es einfach auf dem Zimmer und der Rest, und dann steht es irgendwann vor der Kabine auf dem Schiff. Ich dachte auch zwischenzeitlich, oh Gott, ich hoffe, dass dieses Gepäck ankommt auf diesem Schiff. Aber hat alles super funktioniert bei Disney. Und waren, darum muss man sich halt nur noch kümmern, also wie man dann zum Hafen kommt. Aber da kann ich euch die Disney Transportation empfehlen. Die hat uns auch dann zum Flughafen gebracht auf der Rückfahrt. Und ansonsten muss man nur darauf achten, dass ich würde jetzt nicht anreisen am Cruise-Tag. Also wenn ihr, sagen wir mal, am 1. Februar auf eine Disney-Cruise möchtet, dann würde ich am Tag vorher anreisen. Bei uns, wir waren ja schon in Orlando, Florida. Das heißt, wir mussten da jetzt nur morgens hinfahren, was eine Stunde gedauert hat. Aber als wir vor 2019 auf die Disney Magic in Norwegen, also für die Norwegen-Cruise gefahren sind, da mussten wir ja nach England. Und da sind wir tatsächlich einen Tag vorher nach England gefahren mit dem Auto, haben da einen Tag übernachtet in Dover und dann sind wir am nächsten Morgen auf das Schiff. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, einen Tag vorher anzureisen, wenn ihr noch nicht in Orlando oder in Port Canaveral seid. War die Cruise 100% ausgelastet oder wie weit ihr oder hier weniger Kapazität verkauft? Also ich glaube nicht, dass sie 100% ausgelastet war. Einerseits wegen dem C und andererseits, weil es halt jetzt auch keine Ferien waren. Das war halt nur ein Wochenende. Und die Disney Cruise ist tatsächlich etwas strenger, was die Corona-Regeln angeht. Also man muss da auch indoor komplett Maske tragen und die achten auch wirklich noch auf Abstand. Richtig krass, nicht so wie bei in Walt Disney World, also auf der Disney Cruise muss man wirklich ganz viel Abstand halten, auch draußen, wenn es irgendwie eine Show war,
solche für das Feuerwerk oder so, da mussten wir auch, jeder hatte so einen Punkt auf dem Boden und da durfte man sich nicht wegbewegen, damit man auch genug Abstand zwischen den Parteien hat. Also die Disney Cruise ist halt da noch in der Hinsicht, was das C angeht, etwas vorsichtiger. Ist natürlich klar, auf so einem Kreuzfahrtschiff verbreitet sich das auch relativ schnell. Also wir hatten auch immer einen Platz im Whirlpool gefunden, immer eine Liege gefunden. Also es war nicht 100% ausgelastet und auch in unseren Restaurants waren nicht immer alle Tische besetzt. Wo hast du die Cruise gebucht? Das habe ich am Anfang schon erwähnt. Einfach auf disneycruiseline.com. Nichts Spektakuläres. Packe ich euch den Link auch gerne unten in die Infobox. Und wie findest du die Disney Wish? Ja, bisher habe ich ja so nur auf Fotos gesehen und jetzt ist sie ja ausgedockt aus Pappenburg. Das habe ich natürlich verfolgt und sieht natürlich mega spektakulär und sehr imposant aus. Also eine Sache auf meiner Bucketlist ist natürlich auch mal auf der Disney Wish zu fahren. Aber die wird ja dann demnächst auch nur wieder aus Port Canaveral fahren. Und da muss man halt dann erstmal hin. Und beim nächsten Mal würde ich tatsächlich nicht nochmal, also wenn ich beim nächsten Mal nach Orlando fliege oder nach Walt Disney World, würde ich jetzt nicht immer eine Cruise dranhängen, weil ist natürlich auch kostspielig im Verhältnis zu Walt Disney World und auch kostspielig und auch zeitraubend. Also ne, man muss dann halt noch mehr Tage hinten dranhängen. Wir haben zum Beispiel den Montag, als wir vom Schiff runter sind, den ganzen Tag noch auf dem Flughafen verbracht, was eigentlich ein verschwendeter Tag war, weil unser Flug erst abends ging. Ja, war ein bisschen unnötig. Aber Disney Wish steht auf jeden Fall noch auf meiner Wishlist. Ey, das passt. Aber wann? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwann. Ja. Kommen wir zum Thema nach der Reise. Ja, auch eine Frage, die so unglaublich oft gestellt wurde. Was hast du eigentlich alles dafür bezahlt? Also die Kosten. Flug, Walt Disney World, Cruise. Was hast du ausgegeben? Ja, ich habe alles notiert. Die meisten Preise sind für 4 Personen. Das heißt, ihr könnt euch die Preise gerne runterrechnen pro Person. Und ich zähle es jetzt einfach auf. Wir haben für den Flug 3.100 Euro bezahlt für 4 Personen. Für Walt Disney World, also Hotel und Tickets, haben wir 3.406 Euro bezahlt. Für die Cruise haben wir 2.250 Euro bezahlt für 4 Personen. Für eine Innenkabine, muss man sagen. Wir wurden dann nur abgegradet auf eine Mehrblickkabine. Genau, das waren die großen Batzen an Kosten. Die könnt ihr euch dann durch 4 teilen. Wie gesagt, 10 Nächte haben wir im Hotel übernachtet und dann nochmal 3 Nächte auf der Disney Cruise. Insgesamt 13 Nächte, 14 Tage. Dann haben wir für den Flughafen, Shuttle zum Flughafen von der Disney Cruise, haben wir 122 Euro bezahlt. Nee, stopp. Das war der Parkplatz am Flughafen in Frankfurt. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Also der Parkplatz am Flughafen in Frankfurt hat 122 Euro gekostet. Der Shuttle nach Orlando, also vom Flughafen Orlando zum Pop Century, hat 56 Euro gekostet. Der Shuttle zum Schiff und zum Flughafen zurück hat 270 Euro gekostet. Und dann hatten wir noch sowas Kosten wie Uber, aber das brauche ich euch jetzt nicht, weil das ist ja immer unabhängig. Genau, ja, das waren die Kosten. Könnt ihr euch gerne mal zusammenrechnen, ausrechnen, was es dann pro Person ergibt. Was waren meine Highlights? Mein Highlight war auf jeden Fall Castaway Key. Also ich wäre am liebsten einfach dort geblieben, mich irgendwo im Busch versteckt und nie wieder zurückgekommen. Aber es gab auch kein Internet. Dann, das wäre irgendwann ein bisschen problematisch gewesen. Bitte ein Vergleich von Paris und Orlando. Was ist wo besser und was schlechter? Muss man da Paris noch aufholen? Dazu mache ich tatsächlich ein separates Video. Da werde ich genau darauf eingehen, auf die Attraktionen Paris und Orlando, aber auch, was besser und schlechter ist. Da kommt auf jeden Fall ein separates Video. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Was hättest du rückblickend anders geplant? Schwierig zu sagen. Also ich war schon sehr, sehr gut vorbereitet, was das angeht. Ich hätte vielleicht Disney Plus direkt am ersten Tag buchen sollen, als wir da waren. Da waren wir so ein bisschen planlos. Ansonsten hätte ich vielleicht 1-2 Tage noch mehr gebucht. Vielleicht noch einen Tag mehr in Universal. Da habe ich ja auch nicht alles geschafft, aber dann hätte ich Disney nicht alles geschafft. Also ein bisschen kompliziert. Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte die Cruise nicht machen sollen, dann hätte ich mehr Zeit in Disney gehabt, aber dann wäre ich nicht auf Castaway Key gewesen, was schon ein Highlight war. Ist ein bisschen schwierig. Und was hätte ich rückblickend anders geplant? Tatsächlich
würde ich jetzt noch mehr Snacks probieren wollen und mehr essen. Und beim nächsten Mal, also ich hätte es jetzt nicht anders gemacht, aber beim nächsten Mal würde ich einfach mit Leuten fahren, die auf jeden Fall genauso Disney-begeistert sind wie ich. Dann ist es auch nochmal ein anderes Erlebnis, jetzt zum Beispiel mit Brina oder Daniel oder so. Das wäre natürlich was ganz anderes geworden oder gewesen. Gibt es etwas, was du in deiner Planung im Nachhinein anders machen würdest? Das ist ja eigentlich, habe ich eigentlich schon fast eben beantwortet. Was war das Coolste für dich? Habe ich auch schon gesagt. Mein Highlight war auf jeden Fall Castaway Key. Da will ich auf jeden Fall auch irgendwann nochmal hin. Wie hast du den Jetlag weggesteckt oder hattest du dadurch Einschränkungen? Also ich habe eigentlich relativ gut den Jetlag weggesteckt. Am Hinflug ist man ja dann relativ früh morgens wach. Also geht denn mein Bildschirm jetzt hier dunkel? Muss auch keiner verstehen, ne? Ja, Jetlag, Hinflug. Hinflug hatte ich eigentlich nur abends hat mich der Jetlag ein bisschen gekickt sozusagen, wo es dann zum ersten Tag Magic Kingdom Feuerwerk um 8 Uhr, dann war ich schon sehr, sehr müde, weil im Prinzip in Deutschland dann schon 2 Uhr nachts ist. Aber das hat, also man ist ein bisschen müde an den ersten Tagen, vor allem abends. Aber es geht und auf dem Rückflug, man muss sofort in die Zeitzone, in der man landet, man muss sich direkt anpassen. Man darf jetzt nicht irgendwie, wenn wir zurückgeflogen sind, wir sind ja über Nacht geflogen, morgens gelandet und wenn ich jetzt ein Nickerchen gemacht hätte, wenn ich gelandet wäre mittags, das wäre mein Untergang gewesen. Das heißt, ich habe einfach den Tag durchgehalten, ich war wirklich super, super müde, aber bin dann abends einfach um 10 ins Bett gegangen, so wie ich das auch sonst gemacht hätte. Also ich habe mich einfach durchgekämpft durch den Tag über und habe mich nicht mittags hingelegt oder so. War dann auch am nächsten Tag auch noch sehr, sehr müde, als ich aufgewacht bin, da musste ich auch noch arbeiten. Aber ansonsten fand ich den Jetlag jetzt nicht so dramatisch. BDW oder Paris, da komme ich dann in dem Video, in dem Vergleichsvideo nochmal zu. Dein Highlight vom ganzen Trip habe ich auch schon erwähnt. Was hattest du gerne vor der Reise gewusst, was du selbst vor Ort erfahren hast? Oh, schwierig. Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also da fällt mir jetzt spontan leider nichts zu ein. Es tut mir leid zu der Frage. Was hättest du vor deiner Reise gewusst, was du selbst vor Ort erfahren hast? Ich habe mich schon, also mit YouTube-Videos und so habe ich mich schon sehr, sehr gut vorbereitet, muss ich sagen. Ja, glaub schon. Ja, und wenn ihr noch Tipps habt, die ich jetzt vielleicht nicht losgeworden bin, könnt ihr die gerne auch unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten war es das mit all euren Fragen und ich bin durch. Oh, ich habe sehr, sehr viel geredet, muss ich sagen. Aber jetzt kommen wir noch zum Gewinnspiel und ich zeige euch, was ihr gewinnen könnt. Als Dankeschön für die 4000 Abonnenten. Und zwar einmal hier diesen Lanyard-Kartenhalter. Das sieht es echt kaum in dem Licht. So, sieht man das? Mein Gesicht wird noch fokussiert. Ja. Zum 50. Geburtstag. Einmal, wo ihr dann Tickets reintun könnt oder eure Jahreskarte. Also einmal gibt es das hier. Dann einen Pin von der Disney Dream. Den Pin gibt es auch nur auf der Disney Dream zu kaufen. Den kriegt ihr einmal. Einen Schlüsselanhänger. Mit den ganzen Disney-Charakteren und dem Schloss. Dann bekommt ihr noch 4 Parkmaps dazu in Deutsch. Und eine Walt Disney World Einkaufstasche, die es auch nur dort zu kaufen gibt, die kleine Version. Genau. Also ist kein großes Paket, aber ich habe versucht, irgendwas noch in den Koffer zu kriegen, damit ich auch euch etwas weitergeben kann. Und was müsst ihr alles dafür tun? Und zwar müsst ihr meinen Kanal abonnieren, einen Kommentar hinterlassen und in dem Kommentar auf jeden Fall erstmal die erste Bedingung ist, ich brauche entweder einen Facebook-Account, einen Instagram-Account oder einen Twitter-Account, damit ich euch auch kontaktieren kann, falls ihr gewonnen habt. Das geht über YouTube nicht mehr. Und damit ich euch eine Nachricht schreiben kann, brauche ich entweder einen Namen von den 3 Accounts. Twitter, Instagram oder Facebook. Ja, das auf jeden Fall nicht vergessen reinzuschreiben, sonst, wenn ihr gewonnen habt, kann ich euch leider nicht anderweitig kontaktieren. Und dann müsst ihr eine Frage beantworten. Und zwar, wie würdet ihr euren Walt Disney World Trip planen? Mit wem würdet ihr fahren? Wie viele Tage würdet ihr einplanen?
Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht wart ihr auch schon mal da und könnt eure Erfahrungsberichte teilen mit den anderen. Das wäre natürlich auch ganz toll. Ansonsten könnt ihr euch einfach mal vorstellen, wie ihr das alles so planen würdet. Mit wem, wie viele Tage, vielleicht welches Hotel euch so im Raum oder im Kopf vorschwebt. Würde mich auch gerne mal interessieren. Ja, also das sind die Bedingungen. Kanal abonnieren, kommentieren mit, wie stellt ihr euch euren Walt Disney World Trip vor, euren Instagram, Facebook oder Twitter-Namen. Ja, und das war's. Und dann habt ihr Zeit bis zum 27. Februar. Eine Woche läuft das Gewinnspiel. Und danach würde ich den Gewinner kontaktieren über die drei Kanäle. Also viel Glück und viel Spaß beim Mitmachen. Alle Bedingungen findet ihr auch unten nochmal in der Infobox. Und jetzt habe ich wirklich genug geredet. Ich muss auch jetzt mal was trinken gehen. Ich hoffe, das Q&A-Video hat euch gefallen. Es kommen noch viele Vlogs zu Walt Disney World. Es gibt auch noch ein Vergleichsvideo, ein Hotelvideo und ich weiß nicht, was noch für Videos. Es kommt auf jeden Fall noch genug Content zum Thema Walt Disney World. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!